Aber wenn ich Sie recht verstehe, ist das, was wir da momentan im Roten Meer erleben, auch wieder so eine Art Stellvertreterkrieg. Denn bisher war es ja so, die Houthi-Rebellen haben sich um ihre Machtstruktur im Jemen gekümmert, um das, was das Land betrifft, den Ausbau ihrer eigenen Stellungen. Auf einmal greifen sie internationale Gewässer an. Der Iran, der im Hintergrund scheinbar die Fäden tatsächlich führt? Bei den Houthi-Rebellen handelt es sich um Schiiten. Aus diesem Grund hatten sie ja schon seit einer längeren Zeit nicht nur im Roten Meer die Handelsschifffahrt angegriffen, sondern sie hatten ja auch mehr oder weniger massiv Hamas unterstützt. Das heißt, hier kommen zwei Aspekte zum Tragen. Das ist zum einen natürlich sicherlich eine Art Bodenkrieg in der Unterstützung der Hamas. Auf der anderen Seite ist es natürlich, um Ablenkung zu schaffen, um auch den Westen nachhaltig zu beschädigen und dazu diese Angriffe der Schifffahrt. Man darf sich in den Houthi-Rebellen auch nicht vertun. Schmidt hat das ja eben schon angedeutet. Das ist eine starke Truppe von 400.000 Mann, rechnet man. Und auf der anderen Seite, die sind modern ausgerüstet. Die haben sowohl alles, was man braucht für den Bodenkampf, das haben sie der jemenitischen Armee weggenommen, und sie haben moderne Raketen, sie haben moderne Cruise Missiles, sie haben auch Drohnen, und das war reichlich. Das heißt, dies ist ein durchaus ernstzunehmender Gegner, und ich sehe unverändert die Gefahr der Eskalation.